Was gefällt euch denn besonders gut an der Dornbirner Frühjahrsmesse? Trucks, Autos, eigentlich alles. Einfach alles. Als Wohnmobile und das Motorrad. Also ich bin sehr beeindruckt von dieser Messe. Ich komme nämlich aus Berlin und dass man an einem Tag kostenfrei hier Eintritt hat, das gibt es in Berlin nicht. Und das ist schon erstmal sehr beeindruckend. Die Menschen, die sind sehr freundlich, sehr umgänglich, sehr höflich, was ich in Berlin nicht so kenne, wenn die, zum Beispiel die Grüne Woche ist. Also wir gehen alle Jahr einmal auf die Frühjahrsmesse in Dornbirn. Und auf was freuen Sie sich denn immer ganz besonders? Ich freue mich damals ganz gern auf Tennele und aufs Racklick und hauptsächlich auch da mit dem Wasser und mit dem Zeug da. Das taugt uns auch ganz gut. Und auf was freuen Sie sich denn besonders? Ja, einfach, es ist es wie eine Modeschau, wenn man durch die ganze Ding läuft. Einfach die Leute auch schon viel. Ja, ich komme aus dem Erzgebirge. Da, wo auch diese Kamine hergestellt werden, die Ethanolkamine. Und der Mann war so nett, der fährt immer zur Frühjahrsmesse und zur Herbstmesse hier nach Dornbirn. Und meine Schwester wohnt hier und mein Schwager. Und da haben wir immer eine günstige Mitfahrgelegenheit. Da sind wir immer im Herbst und im Frühjahr sind wir hier und treffen uns dann alle. Ja, ich bin also eine Dornbirnerin inzwischen. Wir sind hierher gezogen und wir gehen also zweimal im Jahr hier auf die Messe. Und uns gefällt es jedes Mal sehr gut, weil es Vormittag vor allen Dingen ist es schön ruhig. Und wir gehen schön bummeln und überall essen wir gern was und trinken ein Weinchen. Wir sind 8 Jahre in Dornbirn, gehen 2-mal im Jahr zur Messe, was immer sehr beeindruckend ist, diese Messe hier. Überschaulich alles und wir vergnügen uns hier den ganzen Tag und freuen uns eigentlich schon wieder auf die Herbstmesse.